Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 10. November 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe, hat eine abnehmende Mondphase. Das eignet sich ganz gut dafür, von etwas verabschieden, loslassen, trennen, kündigen oder abnehmen. Mond erreicht den Mondknoten in Tierkreiszeichen Löwe, und das ist die Drachenkopf oder aufsteigende Mondknoten, wo die Mondumlaufbahn von Süden nach Norden die Ekliptik überquert. Das ist eine Art Kreuzung. Es ist eine karmische Knoten. In indischen Astrologie wird als Drachenkopf bezeichnet. Hier sind die karmischen Aufgaben. Lernaufgaben, etwas, was wir noch nicht kennen. Und diese Reise, diese große Reise, machen gerade die Löwengeborenen, aber das wirkt auch auf dem Tierkreiszeichen Wassermann Geborenen. Die Mond aktiviert gerade diese karmischen Knoten. Da kommen karmische Erinnerungen oder karmischen Begegnungen oder Lernaufgabe, und das trifft direkt die Löwengeborenen. Mond hat einen Einfluss von den beiden Aselius, die südlichen Aselius und die nördlichen Aselius. Das sind Sternbilder im Himmel und das sind die beiden Esel. Wie kann das sein, dass die Esel im Himmel erscheinen? Sie haben die Götter geholfen. Und wie erzählt darüber die mythologische Geschichte? Es gab einen Kampf gegen die Titanen und Giganten und gegen die Götter. Diese Titanen und Giganten waren die Riesen. Und die Götterwelt führte in diesem Kampf Vulcanus, der Feuergott, der Gott die Schmiedekunst, der Gott die Waffenherstellung, und Vulcanus wurde besonders bei den Römern sehr verehrt. Es war dieser Kampf und die Götter hat es nicht gut ausgeschaut, sondern die waren am Verlieren. Und sie haben zwei Esel dabei gehabt, und in einer Krippe, wo die Esel die Futter gefunden haben, das ist auch ein Sternbild im Himmel, die Krippe, sogar so benennen die arabischen Astrologen dieses Mondhaus auch nach diesem Krippe. Aber zurück zu die Geschichte. Das heißt, die Esel waren dabei und sie haben angefangen zum Schreien. Und die Riesen haben diesen Ton noch nicht gekannt und sie haben so Angst bekommen, sie sind davon gelaufen. Und somit haben die Esel, diese beiden Esel, die Götter natürlich geholfen, diesen Kampf zu gewinnen. Und als Dankbarkeit haben die Götter diesen beiden Esel im Himmel gesetzt. Und das sind diese beiden Sternbilder, südlichen Aselius und nördlichen Aselius. Und in der Nähe befindet sich auch die Futterkrippe. So heißt das Sternbild. Und das hat etwas zum Sagen für unseren heutigen Tag. Die Mund aufmachen. Mal ein Schrei loslassen, wenn das natürlich angebracht ist. Man braucht nicht unnötig Streit provozieren. Aber wenn wir im Rechten haben, dann haben wir eben Recht. Und wir dürfen das erlauben, auch das im Ausdruck bringen oder mal etwas lauter werden. Und genau das ist die Botschaft, was die beiden Esel hier vermitteln. Und das
Besonderes für die Löwengeborenen. Also sie sollen ihren Löwe mal rausholen und ein Löwe kann auch mal brüllen. Es ist eine Figur im heutigen Tageshoroskop und diese Figur heißt Jodfigur. Das ist nichts anderes als ein Dreieck. Und heute haben wir diese Figur, heute haben wir diese Dreieck und die Planeten und Mond vermittelt etwas mit diesem Dreieck. In Tierkreiszeichen Löwe ist der Mond. In Tierkreiszeichen Waage bewegt sich der Planet Mars. Und im Tierkreiszeichen Fischen bewegt sich Neptun und Neptun ist noch rückläufig. Diese drei, Mars im Waage, Neptun im Fischen und Mond im Löwen, die drei bilden sich ein Dreieck. Und diese Form von Dreieck nennen wir als Jodfigur. Und das ist eine Aufgabe, das zu lösen. Weil wenn die in Verbindung stehen, das könnte man sogar so sagen, sie sind vernetzt miteinander, also haben eine Verbindung zueinander und sie wirken dann gemeinsam, zwar in die, kann man sagen, im selben Zeitraum. Und die Herausforderung ist nun, dass die Elemente, was hier verbindet, unterschiedlich sind. Mond in Tierkreiszeichen Löwe befindet sich in einem Feuerelement, das heißt aktiv, Begeisterung, leidenschaftlich, setzt etwas in Bewegung, von etwas ist Feuer und Flamme. Das ist die Mondenergie von Löwen. Mars, wo auch gerne etwas in Bewegung setzt, weil das ist die Kraft und auch die Mut, diese männliche Kraft, befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und die Tierkreiszeichen Waage ist ein Luftelement. Es ist auch aktiv und schenkt die Leichtigkeit dazu. Das ist eine harmonische Verbindung zwischen Mars und zwischen dem Mond, zwischen Löwe und zwischen Waage. Dazu kommt ein Einfluss. Ein drittes Element. Und das ist im Tierkreiszeichen Fischen, das ist Wasserelement. Die Wasser gibt eine Färbung dazu. Das lenkt in eine andere Richtung. Erstes Mal ist die Wasserelement eher passiv, zurückhaltend oder überlegend. Zweitens bringt das im Fluss mit Vertrauen. Das ist die Fischenenergie dazu. Und das passt nicht ganz auf diese Begeisterung, auf diese Mars-Energie, sofort handeln, sofort etwas unternehmen. Also kommt bei Entscheidungen dieser Einfluss dazu von Tierkreiszeichen Fischen. Mal ruhig bleiben, mal abwarten, im Vertrauen bleiben und diese Vertrauen auch entgegenbringen, dass das alles im Fluss kommt, ohne Hektik, ohne etwas zu unternehmen. Und das ist eine Mischung, wo sich gleichzeitig wirken, weil sie sind miteinander verbunden durch diese Figur. Dann fehlt auch dazu die vierte Element, die Erde. Erde hat einen Einfluss, keinen Einfluss auf diese Figur. Die Erde hält sich ein bisschen da raus, aber die Lösung ist die Spitze dieser Figur und es wäre die Tierkreiszeichen Fische. Das bedeutet, bei Entscheidungen heute oder bei Kommunikation oder einer bestimmten Situation kommen viele Einflüsse und wir wissen nicht, wie sollen wir handeln. Mit Leichtigkeit oder sollen wir gleich Mut zeigen und sofort handeln, mit Begeisterung. Es ist alles noch so neu, spielt auch die Mondknoten, die aufsteigende Mondknoten auch dabei eine Rolle, weil die Mond steht mit diesem Mondknoten auch in Verbindung, also etwas Neues. Und entsteht eine innere Unsicherheit. Wir wissen nicht, wie sollen wir jetzt reagieren.
Sollen wir Leichtigkeit zeigen oder spielerisch handeln? Sollen wir Begeisterung zeigen, Leidenschaft und aktiv zu sein, Mut zu zeigen? Oder sollen wir eher abwarten und warten, wie geschehen, wie das alles dann im Fluss kommt oder was auf uns dann zukommt und lieber abwarten? Die Lösung ist in Tierkreis zeichnen Fische. Da ist die Lösung. Und das wäre die Rat für heute, abwarten, im Vertrauen bleiben, auch in diesem Glauben bleiben. Das fließt alles auf uns zu, ohne Hektik, ohne jetzt aktiv zu sein, sondern eher ruhig verhalten und abwarten, bis die Ereignisse sich dann sich zu ergeben, und das ist die richtige Lösung, was in den heutigen Tag etwas geschieht. Und dadurch bringen wir das in Form, also übergeben wir dann in Element Erde, und die Erde ist Realität, das ist greifbar, das ist, das kommt alles in Form. Also das ist als Rat bei den heutigen Entscheidungen und bei heutigen Handlungen, weil viele Menschen verspüren heute eine gewisse innere Unsicherheit und sie wissen nicht, was sie sollen antworten oder wie geht es weiter oder wie sollen sie handeln oder ist besser zum Abwarten. Und das war mein Rat, abwarten und vertrauen, dass alles geschieht und das kommt alles im Fluss und so übergibt das alles in Realität. Mond hat, jetzt habe ich diese Figur erklärt, ich habe auch die Aselius auch erzählt und habe ich aber noch einen Einfluss auf die Mondenergie vergessen. Es gibt nochmal einen Stern, wo ein Einfluss auf den Mond hat, Akubens. Und diese Akubens ist ein Stern im Tierkreiszeichen Krebs, das ist die Schere des Krebses, aber wirkt im Bereich Tierkreiszeichen Löwe. Und übersetzt heißt dieser Stern Akubens verstecken oder in Zuflucht finden. Das bedeutet, wir sollen entweder etwas im Geheimen halten oder sollen wir etwas eher verstecken oder uns zurückhaltend verhalten, weil es kann sein, dass Hindernisse da sind oder Einflüsse von außen oder könnte durchaus sogar ein Diebstahl sein, dass wir wertvolle Dinge jetzt verstecken sollen. Es ist jetzt nicht typisch, dass jeder Einzelne das erlebt, aber durch diesen Einfluss ist es auch möglich. Das Gleiche zeigt auch Jupiter und die Venus-Energie. Jupiter und Venus in der Kreiszeichen Skorpion hält sich auch im Verstecken. Und beiden, auch Jupiter und auch Venus, bedeutet auch Glück. Jupiter ist das große Glück, Venus ist die kleine Glück. In der Kreiszeichen Skorpion hält sich auch etwas versteckt, etwas im Hintergrund. Und dadurch haben wir das Glück. Das bedeutet, das ist mal die allgemeine Energie, vielleicht jeder kann mal da Gedanken machen, aber besonders trifft das die Löwengeborenen, da wirkt dieser Stand Akubens, wo uns ein Rat gibt, ein Zuflucht finden, etwas verstecken. Und bei Skorpionen wird Jupiter und Venus, da liegt das Glück, wenn man etwas im Versteckt oder das bedeutet auch vorsichtig sein, da sind auch Neider und wir sollen vielleicht schweigen. Also eine geheimnisvolle Haltung ist ein Vorteil im heutigen Tag. Natürlich kann ich nicht beschreiben, warum genau, das trifft jeder Einzelnen anderes, aber das sind eine Botschaft von dem Sternen. Und jetzt schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen an. Mond im Tierkreiszeichen Löwe erreicht die Mondknoten, die aufsteigende Mondknoten. Hier gibt's karmische Lernaufgaben, karmische Begegnungen, etwas Neues, eine große Reise, das ist auch eine große innere Reise. Es ist auch Kraft da, es ist auch Mut da, es ist auch Möglichkeiten da. Aber nicht vergessen diese Jodfigur, das ist eine Rat. Besonders für die Löwengeborenen, aber auch für die Fischengeborenen und auch für die Wagengeborenen, eher
jetzt zurückhaltend sein, auch wenn die Begeisterung da ist. Oder jemand versucht, von etwas begeistert, eher nachdenklich sein, zurückhaltend sein und im Vertrauen bleiben, dass es alles im Fluss kommt. Und diese Glauben zu haben, das kommt alles in Form, da liegt das Glück. Und vielleicht auch schweigen und jetzt nicht damit das vermitteln, was wir alles vorhaben, sondern dadurch ist auch das Glück da, das vermittelt Jupiter und Venus von Tierkreiszeichen Skorpion. Also für die Löwengeborenen karmischen Begegnungen, karmischen Lernaufgaben, eine große Reise, kann natürlich auch eine andere Art von Reise sein, es muss nicht die innere Reise sein, sondern kann auch ein Urlaub bedeuten, die Kraft ist da, die Begeisterung ist da, trotzdem noch nicht handeln, nicht schnell die Entscheidungen treffen, sondern etwas zurückhaltend sein und im Vertrauen bleiben, es kommt alles auf sie zu und es kommt alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist ein beruflicher Aufstieg. Es kommt auch Erfolg. Heute ist es noch nicht spürbar, aber im Vertrauen bleiben, es nähert sich. Die Gespräche können unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Jungfrau Geborenen warten auf eine Nachricht, einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht. Trotzdem ist der Aufstieg, der berufliche Erfolg sichtbar. Es wird dann auch in den kommenden Tagen noch mehr in Bewegung kommen, wo die Jungfrau Geborenen Glück haben, das ist die Liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben ein gutes Gefühl, auch Mut und Kraft, aber nicht vergessen, diese Jodfigur trifft auch die Wagengeborenen, auch wenn die Begeisterung da ist momentan, auch wenn die Kraft da ist, auch wenn die Einflüsse von außen unterstützen die Wagengeborenen, eher das mal geschehen lassen, die Ruhe bewahren und im Vertrauen bleiben und auch in diesem Glauben, dass es alles im Fluss kommt und abwarten, bis dann von außen das alles zurückkommt. Weil so kommt das zu Erfolg, so bringen wir das in Form. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen haben immer noch eine tolle Auftreten, eine gute Ausstrahlung, die wirken sehr fast magisch auf anderen Menschen, also sie können anderen beeindrucken, sie können andere begeistern und sie haben sehr viel Glück gerade, aber auch Neider, also zurückhaltend sein, weil da liegt die Glück oder hinter den Kulissen schauen, die Geheimnisse sehen oder etwas im Geheimen halten, hat ein mehr Vorteile gerade für die Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein Aufstieg, eine Selbstdarstellung. Die Erfolg ist vielleicht nicht heute, aber es nähert sich schon in den kommenden Tagen, Wochen, werden die Schützengeborenen auch diese Bestätigungen bekommen, sie werden wahrgenommen, ihre Ideen werden übernommen, sie bekommen Lob und Anerkennung. Genau das ist die Bewegung, auch wenn der Erfolg heute noch nicht spürbar ist, es bewegt sich trotzdem etwas, sie wirken auch sehr stark auf anderen Menschen. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen können etwas zu Ende bringen. Sie können etwas klären. Sie spüren auch die inneren Kraft. Sie können auch von etwas loslassen oder etwas beenden oder von etwas trennen, was die Steinbock-Geborenen auch hindert bei Erfolg. Sie sollen auch auf den Werten achten, auch auf dem eigenen Selbstwertgefühl, aber auch auf den Finanzen. Das Selbstwertgefühl und die Finanzen hängen energetisch zusammen. Dann kommt die Lilith-Energie dazu, das habe ich gestern ausführlich erklärt, bewegt sich Lilith seit 9. November in Tierkreiszeichen Steinbock, das ist ein Prozess, also wird in die nächste Zeit sehr wirksam sein bei den Steinbock-Geborenen. Ich möchte das nicht jeden Tag neu erklären, aber wir kehren immer wieder zu den Lilith-Themen zurück. Das ist der Prozess, was die Steinbock-Geborenen haben. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht bleiben, die Ruhe bewahren. Hier aktiviert
Mond vom Gegenüber von Tierkreiszeichen Löwe auch die Mondknoten, die absteigende Mondknoten, die Vergangenheit, die alte Karma zeigt in Tierkreiszeichen Wassermann gerade und Mondlicht gegenüber bestrahlt diese Knoten, was in die indischen Astrologie als Drachenschwanz bezeichnet wird. Also hier auch alte karmische Erinnerungen oder karmische Begegnungen. Hier kommen auch Veränderungen oder eine kleine Reise oder ein Besuch und Kontakte. Es bewegt sich einiges, sind schöne Gespräche, eine gute Nachricht, ein wichtiger Termin oder Vertrag, wo sich noch etwas Hindernisse, wo die Wassermann-Geborenen noch Hindernisse haben, das ist die Liebe, Partnerschaft, bisschen Geduld und das wird dann auch besser sein. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen sind ein Teil von dieser Figur, von diesem Dreieck und sie zeigen die Lösung. Hier in Tierkreiszeichen Fischen liegt die Lösung und das ist die Neptun-Energie. Träume, Visionen, Inspiration, Intuitionen, inneren Kraft, Vertrauen, großes Glauben an den Fluss des Lebens und das vermitteln gerade die Tierkreiszeichen Fischengeborenen und daran brauchen sie überhaupt nicht zweifeln. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben schöpferische Energie, schöpferische Kraft, sie sind auch sehr kreativ, auch die Begeisterung ist da, es ist alles wunderbar, die Einflüsse von außen, wo sie darauf achten sollen, wo setzen sie ihren Kraft ein, wenn das zu viel ist, wenn sie das übertreiben, dann kann es passieren, dass sie kraftlos sind, müde und erschöpft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein Ausgleich da, auch das inneren Gleichgewicht wichtig. Heute fühlen sich ein bisschen emotional durcheinander, es wird sich aber in die Tagen beruhigen. Wichtig ist, dass sie beiden bewusst beiden Lebensbereiche ernst nehmen, auch die Liebe, die Beziehung, die Familienleben, das Privates, aber auch die Arbeit. Die Alltag, die Beruf, die berufliche Veränderungen und da die Möglichkeiten suchen, etwas zu verbessern. Und in beiden Plätzen müssen die Stiergeborenen gerade da sein. Was noch wichtig ist bei den Stiergeborenen, nicht nur dieser inneren Gleichgewicht, sondern auf anderen zuzugehen und besonders in Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Glück in die Liebe. Die Vergangenheit, alte Erinnerungen, das blockiert etwas, die Zwillingsgeborenen, das verunsichert ein bisschen, aber wichtiges Thema ist auf jeden Fall die Liebe, aber die beruflichen Erfolg, die Möglichkeiten, die Chancen, die Begeisterung, die Mut und Kraft, etwas Neues zu beginnen, das begleitet auch die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen, weil die Möglichkeiten sind da, die Mut und die Kraft ist auch da. Sie fühlen sich in der Liebe ein bisschen unsicher, obwohl da liegt auch das Glück, aber die Vergangenheit abschließen, Erinnerungen abschließen und auch diese Unsicherheit überwinden. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen befinden sie sich einer gewissen Wandlung. Es ist alles zu viel oder stressig. Sie verlieren gerade die Kraft. Und was sie entdecken oder entdecken sollen zurzeit, das ist das inneren Kraft. Und wo liegt die inneren Kraft? Das ist, liegt in die Ruhe. Und diese Ruhe brauchen gerade die Krebsgeborenen. Dann sehen sie mehr ihren Möglichkeiten und Chancen. Die Gespräche das, oder Informationen erscheint etwas unklar und da ist ein Klärungsbedarf da. Ansonsten haben sie Glück, so ähnlich könnte ich vermitteln wie bei Skorpiongeborenen. Sie haben auch Neider oder sollen sie mal schweigen oder sollen eine geheime Haltung brauchen gerade die Krebsgeborenen, weil daran liegt das Glück. Oder entdecken die Geheimnisse, was verheimlichen die anderen, kann natürlich auch bedeuten, dass wichtig ist, mal hinter den Kulissen zu schauen. Und das trifft die Krebsgeborenen, trifft aber auch die Skorpiongeborenen. Und das war die heutige Tageshoroskop. Diese kosmische Energie ist natürlich allgemein.
Es besteht aber die Möglichkeit des maßgeschneiderten Anfertigen berechnen. Und dann bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Sie können auch fragen, was kommt auf mich zu Jahr 2018? Was ist die Tendenz des Jahres? Was passiert genau in einzelnen Monaten? Welche Tage sind günstig? Oder wo liegen die Hindernisse? Wo soll ich aufpassen? Wie bewältige ich das alles? Ich kann das genau beschreiben. Und wenn es Fragen gibt, wie zum Beispiel, liebt er mich noch? Denkt er an mich? Kommt er zurück? Sehe ich sie in die kommenden Tagen? Werde ich in dieser Arbeit bleiben? Bin ich spirituell veranlagt? Soll ich die Selbstständigkeit starten? Was ist mein Lebensweg? Welche Richtung soll ich schauen? Werde ich in dieser Wohnung bleiben? Soll ich diese Reise buchen? Werde ich Freundschaften finden? Oder kann ich meiner Kollegin vertrauen? Was denkt mein Chef über mich? Und. Also diese Art von Fragen betrifft unseren Alltag. Und es sind aber auch sehr wichtige Fragen. Und das zu beantworten, braucht man keine Analyse, sondern ich empfehle die Blitzberatungen. Wie funktioniert es? Per E-Mail. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Frage, bitte dazu schreiben die Geburtsdatum, wenn das möglich ist, mit Uhrzeit und Geburtsort, und ich beantworte diese E-Mail zwar blitzschnell. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.